In die Richtung geht um Pass. Hier geht es auch noch mal hoch. Das ist ja interessant. Da wüsste ich halt auch gerne, wo das. Ah, da kommen wir bestimmt oben da, wo die Brücke ist. Budelerfleisch, Dunkelpilz. Kannst du das Schild mitnehmen? Damit kann man gar nichts machen. Kann man nicht anklicken. Ach, das ist die Tür, die ich versucht habe aufzumachen vor dem. La 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 la. So, jetzt mache ich ja wieder mit den Käfer, aber die Flutfliegen sich ja mehr bewegen. Die waren doch hier. Ach nee. Ach jo, da ist ja ein Lager. Da ist ja ein Lager. Guck ich mal, ob ich weiter unten da dran komme. Ohne mit den Blutfliegen in Berührung zu kommen. Oh, das sind drei Stück. Ach so, zwei Wölfe. Blutfliegen sich da jetzt einmischen würden. Speichern ist immer wichtig. Die Wölfe. Sag mal, siehst du mich nicht? Ach Gott, ach Gott. Ach, fickt euch doch. Was ist denn da unten? Das sind Wildschweine. Die Schweinchen. Oder was ist das? Sieht schön aus. Da habe ich gespeichert gerade. Jetzt habe ich gespeichert. Ich probiere die mal. Ansonsten werde ich die großräumig umfahren. Da muss ich großräumig umfahren. Weitläufig. Jetzt könnte ich ein Nüsschen essen, obwohl. Nee. Der wieder so komisch aus. Sind das da unten die Banditen? Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Hallo. Wen haben wir denn da? Hallo. Kenne ich dich nicht irgendwo her? Nein. Was sag ich? Wer will das wissen? Ich bin Buster, einer von Lees Söldnern. Ritt. Und du solltest Lee? Lieber ein bisschen netter zu mir sein. Bin oder ich ziehe dir das Fell über die Ohren. Also, was willst du hier? Du. Ich kenne Lee. Ich kenne Lee. Jeder kennt Lee. Das heißt gar nichts, klar? Im Moment redest du mit mir. Also, wohin willst du? Schon möglich. Ich bin auf dem Weg zum Großbauern. So, so. Ja. Gefährlich siehst du mir ja nicht gerade aus. Bin ich auch nicht. Bin ich auch nicht. Tja, mit den Jahren bekommt man einen Blick für sowas kleiner. Wir legen uns hier regelmäßig mit Orks an. Oder mit den Wachen aus der Stadt. Mm. Die können ziemlich hartnäckig sein. Ich bin keine Ware aus der Stadt. Meinst du echte Orks? Die großen? Ich meine. Moment mal. Willst du mich verarschen? Nein! Nichts liegt mir ferner. Du Wurm. Du willst es wohl wissen, hä?
Dann zeig mir doch mal, was du drauf hast, du Held. Ich will dich nicht verarschen. War nur ein Scherz. Ja, ja, kneif ruhig den Schwanz ein. Ja. Mach, dass du wegkommst. Nein. Ich hab was anderes gehört. Will nicht. Will nicht weg. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Da Heilpflanze nehme ich mit, aber gut, solange du mich in Ruhe lässt, ist mir das egal. Wenn ich jetzt hier... Das will doch keiner wissen. Das will doch keiner wissen. Das sieht wirklich... Das war doch schon vorher. Wirklich schön aus. Ist nur die Frage... wenn ich da ins Wasser trete, scheuche ich da irgendwelche Tierchen auf. Ich essen wollen. Wenn ich hier reingehe. Ich werde mich da nicht einmischen. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Also das Gemälde ist ja im Trend. Ja, mach, dass du wegkommst. Ja, Manu. Ich soll doch nur mal gucken. Ach, da ist wieder so ein Lurker auf dem Dingens da. Ich versuche, soll ich einen Lurker mal versuchen? Ich versuche einen Lurker. Ich bin natürlich im Nachteil, wenn ich hier erstmal schwimmen muss. Lurker, ey. Oh, den kriege ich nicht. Den kriege ich nicht. Der haut mich einmal, ich bin weg. Jetzt isst er mich. Nein. Soll ich das nochmal versuchen? Weil eigentlich wäre das ja möglich gewesen. Wenn ich einen Bogen ausrüste. Log ich einen Lurker dann zu mir oder nicht so der Söldner? Das ist wirklich nicht mein Problem. Er soll mir nichts von Pflicht erzählen. Ich könnte den Lurker... Oh, warte mal. Nee, warte mal. Ich guck mal, was ich im Inventar habe. Hat mich vielleicht stärkt. Außerdem kann ich ja erstmal hier Pilzchen futtern. Und mich heilen. War doch seine Entscheidung. Und dann guck ich, was hier... Der Feuerpfeil. Nee, der Feuerbeil. Ach, da brauchst du doch die Magie. Das will doch keiner wissen. Bauernkleidung. Nee. Lebensenergiebonus, 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 Lebensenergie. Da gibt keinen Buff oder so. Ein Bild von mir habe ich zwei Steintafel. Nachricht. Das ist wirklich nicht mein Problem. Kult. Oh, da habe ich schon ein bisschen was. Das wird sich nie ändern. Da habe ich ja noch zwei Steintafeln. Dietrich, Pech. Ich versuche es nochmal, oder? Ich muss ein bisschen mehr Beinarbeit zeigen. Soll ich es einfach mal so oft versuchen, bis ich es schaffe? Mal. Ich laufe einfach zwischendurch weg. Was soll der schon machen? Ah, der ist im Wasser bestimmt schneller als ich. Ist aber auch. Oh, diesmal ist es nicht so gut. Wenn ich jetzt hier... Aua! Ach, Manu! Ich will den Lurker kaputt machen! Ich kann ihn aber auch nicht anschießen oder so. Die Insel ist halt genau in der Mitte. Soll ich machen?
soll ich denn tun? Da hinten ist ja noch ein Lurker. Das kann doch nicht wahr sein. Kann wirklich nicht wahr sein. Ich wundere mich über gar nichts. Helf mir doch mal, Leute. Helf mir doch mal. Was gibt es denn noch? Der Mann mit der Augenklappe. Zwei oben auf dem Weidenplateau hinterm Bauerndorf. Bauernhof. Neben dem Eingang zum Pass bei den Wasserfällen. In dem Talkessel unterhalb der Treppe von den Feldern des Bauern vom Weidenplateau, zu denen des Großbauern. Sollen wir den vergrabenen Kram wieder beschaffen? Ich erwarte mich auch. Gibt es andere Quests? Händlerüberfall? Nee, das kann ich noch nicht. Leere den Krug in einem Zug. In der Taverne wird gewettet. Randolph hat den Verdacht, dass Kuka beim Wetzer aufgedrückt. Randolph würde die Flasche Wacholder in Rukas Krug am liebsten mit einer Flasche Wasser vertauschen. Ich kann doch noch nicht Kisten knacken. Aber ich könnte den... Jetzt muss ich wieder da hoch. Ich könnte in den grünen Boden saufen und dann, während er da am Tisch liegt oder unterm Tisch... Wenn ich dem... in die Truhe da auslüften. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Die Schweinchen da soll mich in Ruhe lassen. Ich hab dir nichts getan. Und die Blutfliechen auch. Ja, das mit dem Lurker war jetzt eher semi-gut. Hier knistert es auf jeden Fall wieder. Achso. Ich habe immer Angst, dass mich dann irgendwann aus dem heiteren Himmel überfällt. Wenn es so knistert. Aber das würde ja jeder denken. Würde ja jeder denken. Hier wächst doch auch Scheiß. Hier wächst Scheiß! Was bringt der Blauflieder eigentlich? Was sagt denn das Ürchen? Ja, 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 ja. Jetzt soll ich versuchen, jetzt hier noch eine Wette auf und dann mach ich mal aus. Das wird sich nie ändern. Was für ein Wettkampf soll das sein? Ich nenne es, leere den Krug in einem Zug. Die Regeln sind ganz einfach. Wir bestellen beim Wirt abwechselnd jeder einen Krug mit dem besten Bier, das der alte Zausel zu bieten hat. Jeder Krug ist bis auf den Boden leer zu trinken, sodass er nicht einmal mehr einen Ring hinterlässt, wenn man ihn umgekehrt auf den Tisch stellt. Derjenige, der als letzter noch steht, hat gewonnen. Der Verlierer zahlt Zeche und Einsatz. Na, wie wär's? Ein anderes Mal vielleicht, wenn ich mehr Zeit habe. Das wird sich nie ändern. So, warte mal. Jetzt speichere ich und versuche dem da die Truhe mal aufzumachen. Ich wundere mich. Boah, ich habe doch nur in die Truhe geguckt. Was ist mit euch los? Jetzt werdet aber... Was ist denn hier los, Leute? Was ist denn bei euch? Was läuft denn da ab? Also zu sechs oder wie viel seid ihr? Ne, nicht speichern! Zum Glück habe ich einen Kontrollmechanismus eingebaut, nämlich erst auf dem vierten Platz meinen Speicherstand zu setzen. Kann ich auch auf jemand anderen setzen? Sicherlich. Wenn du es schaffst, dass endlich mal jemand den Mut hat, gegen mich anzutreten, dann würde ich mit dir wetten. Jeder zahlt den gleichen Betrag in einen Topf. Wer gewinnt, bekommt alles. Meinst du, mir geht es All in. Wie hoch dein Einsatz ist, das hängt von deinem Geldbeutel ab. Bring mir jemanden, der es wagt, gegen mich anzutreten. Und du hast deine Wette. Keine Ahnung, sag du es mir. Ich habe jemanden, der gegen dich antreten will. Wer soll es sein? Randolph. Randolph, der Aufschneider? Na gut, warum nicht? Schick den Knilch zu mir und der Deal steht. Spätestens zwei Tage später kannst du ihn wieder abholen. Wer weiß,
Vielleicht hast du ja Glück. Und er steht dann wieder. Wie hoch ist dein Einsatz? Das war doch schon vorher klar. Irgendwann muss das hier so. 20. Wenn du schon wetten willst, dann mach das gefälligst richtig. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Nicht richtig. Ja. Das interessiert mich nicht. 50. Nur nicht so zaghaft. Jetzt trau dich doch mal was. Das muss ja auch klappen, wa? Man weiß gar nicht mehr. Soll ich 100? Ich hab doch nur 293 oder was. Ist doch wahr. Aber andererseits, wenn ich die Quest richtig mache, krieg ich halt. Das ist doch alles nur Geld. Immer wieder das Gleiche. Da kannst du eh nichts dran ändern. Soll ich die 100 machen oder soll ich die 50 machen? Ich brauche bis jetzt sowieso kein Geld. Außerdem habe ich ganz viele Wolfsfälle. 100. Das höre ich gerne. Ich habe was anderes gehört. Ich nehme deinen Einsatz an mich und verwahre ihn so lange, bis der Wettkampf vorbei ist. Klar? Meinst du, mir geht es besser? Keine Ahnung, sag du es mir. Hier, bitteschön. Hier hast du meinen Einsatz. Ich bin alles klar. Lass dir nicht zu viel Zeit, Randolph hierher zu bringen, hörst du? Meinst du, mir geht es besser? Da habe ich schon mal Wasser. So, jetzt hol ich den Randolph. Und wehe, der gewinnt nicht. Dann raste ich aus. Dann trete ich dem sonst wo in die Fresse. Ich hol den Randolph jetzt. Das war, glaube ich, der da unten am Bauernhof. Wie steht denn die Sonne? Ah, okay. Man kann ja ruhig mittags um 11 mal eintrinken. Wie spät ist es? Siehst du, mittags um 13.28 Uhr. 13.28 Uhr. 13.29 Uhr. Ey, Randolph! Randolph, the Red Nose Reindeer! La 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 la! La 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 la! La 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 la! Randolph, ich hol dich jetzt ab. Du musst meine 100 Goldstücke wieder gewinnen. Schön, dass er das an sich nimmt. Ne? Ich hätte ja auch seinen Einsatz an mich nehmen können. Was hätte dagegen gesprochen? Randolph. Wie viel Geld brauchst du für den Wettkampf? 10 Goldmünzen. Ich gebe dir das Geld für den Wettkampf gegen Ruka. Wirklich? Besten Dank. Ich werde es dir bald zurückzahlen. Wenn ich gewinne, lege ich sogar noch was drauf. Mhm. Wir sehen uns. Mhm. Warte mal. Ich muss ihn da weglocken irgendwie. Mhm. Das hat jetzt also schon mal nett gefruchtet. Was ist das hier für ein Weg? Wie kriege ich den denn da von der Truhe weg? Boah. Ich brauche bestimmt Diebesscheiße. Ich habe 100 Goldkronen verloren und noch 10 Stück dazu, weil ich dämpf war. Was steht denn da jetzt? Ruka nennt sein kleines Spielchen Leere den Krug. Dein Zug kein Interesse, ich werde ihm jemanden anderes suchen, den er verarschen kann. Die Wette läuft, soll ich weiter beobachten. Randolph hat den Verdacht, dass Ruka mit dem Wettsauf betrügt. Randolph würde die Flasche. Heute und Ruges hast Ruka mit der Influence. Ja, aber wie? Das ist doch scheiße. Kann mir nicht jemand helfen? Kriegt den Ruka eigentlich weg? Ist der vielleicht nachts? Vielleicht ist der dann weg? Ach, steht er da rum. Hätte ich vielleicht mal beobachten sollen. Da hast du mir ja was Schönes eingebrockt. Was denn? Jetzt kann ich wieder den Aufpasser für Ruka spielen. Warum?
Solange er da drin seine Wetten abhält, sollte besser kein Außenstehender davon erfahren. Ist nicht gut fürs Geschäft, verstehst du? Ja, scheißegal, was du laberst. Luca und Randolph, wie kommt der denn hier so hin? Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ich werde mich da nicht. Glaubst du wirklich daran? Ich wollte ihm da was reinschmeißen! Die nicht dir gehören. Oh! Ah, warte mal. Vielleicht habe ich ihm das Geld jetzt noch gerade gegeben. Dann gehe ich nämlich erst zum Randolph. Wie sieht mein Gold aus? Oh, jetzt habe ich da einen Anzeigefehler. Ja, Gold habe ich noch. Ah, jetzt schicke ich den Randolph dahin. Da kannst du eh. Muss ich nochmal laufen? Habe ich jetzt eigentlich schon mit dem geschwätzt? Ich gebe dir mal 10. Kann ich auch auf jemand anderen setzen? Jeder, bring mir jemanden. Noch mal zuhören. Ich hab. Wer so? Randolph. Schick dir. Spätes. Wie hoch? Das will doch keiner. 10 Goldmünzen. Hören. Komm schon. Das ist doch alles. Ich nehme deinen Einsatz. Hier hast du meinen Einsatz. Alles klar. Lass dir nicht zu viel. Ja, ja. So, jetzt hol ich den Randolph. Warte mal. Ich wollte doch was anderes machen eigentlich. Kann man den Roka da weg. Er musste es ja wissen. Ah, nee. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Ich gehe jetzt einfach ins Bett. Schlaf bis Mitternacht und guck, was er dann macht. Seine Entscheidung. Wenn er dann da immer noch steht. Ich hab was anderes. Ach ja, die Türen sind ja verbarrikadiert. Das interessiert mich hier nicht. Aber hier ist kein Bett. Das ist wirklich nicht mein Problem. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Ich hätte anders machen sollen. Ich lade nochmal. Und dann frage ich, was ein Zimmer kostet. Dann schlafe ich bis Mitternacht, guck, ob der da noch steht. Wenn er weg ist, schmeiße ich dem das Wasser da in die Truhe. Und meinst du, mir geht es besser? Dann wette ich. Um 100. Weh, der Randolph verscheißert mich. Das ist doch alles nur Gerede. Was kostet ein Zimmer bei dir? Ja, gib mir 50 Goldmünzen für eine Woche und du kannst dir ein Zimmer aussuchen. Ich wollte aber gar nichts mehr. Verdammt teuer. Dann musst du es woanders versuchen, mein Freund. Was? Ja, gib mir. Hier hast du die Kohle. Hier hast du die Kohle. Hier ist der Schlüssel. Die Zimmer Danke. Sind oben, aber mach mir nicht alles dreckig und zahl deine Miete pünktlich. Ich scheiß, was denn für eine scheiß Miete? Die hast du doch gekriegt. Ich scheiß dir in der Ecke, wenn ich gehe. Das sag ich dir aber. Das verspreche ich dir, mein Freund. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Immer wieder das Gleiche. La 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 la. Welche Tür ist denn jetzt hier? Nee. So, jetzt schlafe ich bis Mitternacht. Schlaf. Das habe ich früher auch immer. Müd. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ich habe geschlafen, bin ausgekommen. Nee. Das wird sich nie ändern. Er musste es ja besser wissen. Das will doch keiner wissen. Steht er da nicht? Ich bin ganz deiner Meinung. Geil. Ich könnte dir Sachen erzählen. Das ist eine schlimme Sache. Ich könnte dir Sachen erzählen. Ich habe was anderes gehört. Da, sein Wasser. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Da war ja nur eine Flasche Wacholder drin. So schmeiß ich eine Flasche Wasser rein.
Dann schlafe ich bis zum nächsten Tag, hol den Randolph her. Und erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Das ist eine schlimme Sache. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Ist doch wahr. Ja, ist doch wahr. Das ist doch lange bekannt. Was steht da wieder? Verrückbar. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Und jetzt wette ich mit dem. Kann ich auch auf jemand anderen setzen? Sicher, jeder zahlt den. Bring mir jemanden, der... Das ist eine schlimme Sache. Ich habe jemanden, der... Wer so... Randolph. Schick, bitte, Leho. Ich mache 50. Aber ich bin wieder raus. Jetzt trau dich doch mal was. Ich werde mich da nicht einmischen. Meinst du, mir geht es besser? Ich nehme deinen Einsatz an mich. Ich bin kein Wettfreund. Und verwahre ihn so lange, bis der Wett... Ja. Hier, bitteschön. Hier hast du meinen Einsatz. Alles klar. Oh. So, jetzt hol schon Randolph. Randolph! Sorry, Leute, da das hier so ein Hin und Her ist, aber vielleicht kriegen wir ja jetzt mal was hin. Ja. Und dann ist die Folge vorbei. Ja. Ist schon viel zu lang. Wobei, ne, vielleicht auch noch nicht. Ich trinke auch mal meinen Randolph-Dings. Randolph! Ich gehe einfach hier durch die Bäume. Wie viel Geld brauchst du für den Wettkampf? 10 Goldmünzen. Gebe dir das. Ich gebe dir das. Wirklich? Wenn ich gewinne? Ja. Mit Zinsen bitte. So. Der ist jetzt natürlich schneller da als ich. Weil der cheatet. Wenn der mich aber jetzt verarscht und trotzdem nicht richtig saufen kann. Bescheid. Er zieht sich immer in die Länge. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ehrlich. Kann mir das vielleicht jemand sagen? Ah! Aber nämlich auch schon halb zwei. Das reicht jetzt immer so langsam. La 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 wenn wir schon die Lörgern wegmachen. Jetzt schwätzt er mich wieder an. Du hast doch wohl nicht mehr alle. Ja. So, und was muss ich jetzt machen? Ich werde mich da nicht einmischen. Er hat auf die falschen Leute gehört. Sonst irgendwas Interessantes passiert? Nicht, dass ich wüsste. Mir erzählt ja keiner mehr was. Du bist ja immer besoffen, du merkst ja nichts. Ja, wie lange muss ich jetzt warten? Das war doch schon vorher klar. Das habe ich früher auch immer gesagt. Von mir erfährt keiner was. Da war eine Salami! Keine Ahnung, sag du. Eine Blutwurst. Glaubst du wirklich daran? Da muss man. Er hat auf die falschen Leute gehört. Das ist kein Geheimnis. Wie lange muss ich... Er musste es ja besser wissen. Wacholder hätte ich vielleicht wegnehmen sollen. Glaubst du wirklich daran? Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Soll ich bis zum nächsten Tag nochmal schlafen? Ich mach das.
Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Ich habe was anderes gehört. Die saufen ja jetzt bestimmt den ganzen Tag hier rum. Deswegen habe ich auch das Zimmer für eine Woche gekriegt. Auch immer gesagt. Ich wundere mich. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Und glaub. Die saufen doch immer noch, ich höre doch. Wem man noch glauben kann. Immer wieder das Gleiche. Glaubst du wirklich daran? Das will doch keiner wissen. Mann, noch nicht. Von mir erfährt keiner was. Sonst irgendwas Interessantes passiert? Nicht, dass ich wüsste. Ich hab was anderes. Leute! Oh, ihr blöden Sprittis. Das will doch keiner wissen. Hey! Man selbst ist doch da nicht drauf gekommen. Wie läuft deine Pinte? Es gab schon bessere Zeiten. Von mir erfährt keiner was. Aktuelle Mission, Leon Krogen ein Zug. Die Wette läuft, das sollte ich weiter beobachten. Okay, das dauert also ein bisschen. Dann schlafe ich nochmal. Er hat ja gesagt, spätestens in 2 Tagen. Das war doch schon vorher klar. Das hätte er auch selbst wissen können. Ist ein Hin und Her hier mit der Scheiße. Leg dich ins Bett. Mach die Augen zu. Nee. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Mach die Tür auf. Alter, mach die Tür auf. Auch keiner mehr hören. Er hat die falschen Leute gehört. Er stellt sich das immer. Das will doch keiner mehr hören. Einmal würde ich noch schlafen. Das ist kein Geheimnis. Das ist doch alles nur Gerede. Das will doch keiner wissen. Na, da bist ich du ja endlich. Daran. Ich hab schon auf dich gewartet. Was ist passiert? Das Wettsaufen ist endlich vorbei. Wer hat gewonnen? Diesmal hat Randolph gewonnen. Ruka hat wohl einen schlechten Tag gehabt. Keine Ahnung, sag du so, also ich hoffe, dass das letzte Mal war. Ja, ich auch. Ich will so ein Theater nicht mehr in meinem Haus haben. Ich auch nicht. Mit der Sauferei da. Der Scheiße. Hey, Randolph. Warte mal. Kopfschmerzen? Mir geht's bestens. Dieses Mal hat es endlich geklappt. Ich danke dir nochmal für dein Geld. Hier hast du es zurück. Ruka steht nicht so schnell wieder auf, schätze ich. Ah ja. Und dem hol ich mir jetzt auch mal Geld. Man soll den Mund nicht so voll nehmen. Hier hast du dein Geld. Und jetzt kein Wort mehr. Ah! Hätte schon mal 100 gesetzt, wa? Man soll den Mund nicht zu voll nehmen. Mit dir rechne ich noch ab. Warum denn? Drauf. Warum? Ich hab doch nichts gemacht. Also, wenn man zu dämlich ist und sich und nicht verlieren kann, dann sollte man sich auf Wettkämpfe nicht einlassen, wa? Weil das gehört nämlich dazu, du Arschwichser. So, und das ist das Schlusswort gewesen. Jetzt haben wir mal ein paar Quests gemacht oder hier die eine wenigstens. Und dann ja. Ist es auch schon vorbei. Ciao.